Wir waren einkaufen. Oh, Lisa hilft mir. Guck mal, wie süß. Elisa hilft schon mit alles reintragen. Genau, ein kleiner, also kein ganzer Wocheneinkauf. So wie immer nicht. Huch, siehst du mich? So. Aber ich kann dir ein bisschen was zeigen. Ein paar Leckereien sind schon mit dabei. Oh, Rock. Achtung, Katze. Oh ja, ich weiß. Müssen ein bisschen aufpassen. Soll ich dir helfen? Weil Loki. Ja, das wäre ganz nett. Loki ist nämlich auf den Geschmack gekommen und weiß jetzt, dass es hier rausgeht und dass wir vor allen Dingen immer hier rausgehen und er möchte gerne auch mal gucken, was denn hier los ist. Aber die Kinder wissen auch, Elisa, du musst auch die Tür wieder zumachen. Ich wollte gerade sagen, dass die Kinder auch Bescheid wissen, dass wir die Tür immer so anlehnen. Oh, das war knapp. Elisa, rein, dann kommen wir gar nicht mehr rein. Nicht ganz zumachen. Kommst du wieder helfen, Elisa? Die Quatsche. Was möchtest du nehmen? Du kannst auch die hier nehmen. Die sind schön leicht. Nimmst du zwei, Elisa? Schaffst du zwei? Nee. Nee? Na gut. Ja, Zeichenblöcke haben wir auch gekauft, weil irgendwie ist der Verbrauch extrem groß bei uns. Malblöcke allgemein für Clara, aber auch für Johann und Elisa brauchen wir das immer. Ach, guck mal, Mami hat es noch nicht mal geschafft. Du hast schon eine Runde hier hinter dir, Elisa. Ach, zum Glück habe ich so tolle kleine Helfer. Wir kommen auch gerade übrigens zurück vom Hobby. Alle drei Kinder hatten gerade Hobby. Willst du das nehmen, Elisa? Den Rest müsste ich auf einmal schaffen. Chaka Wenga. So, geht's los. Also ich kann dir jetzt einmal zeigen, was wir gekauft haben. Ich räume jetzt alles ein. Warte, Elisa, wir können mal hier rein. Nicht die Tür zu machen. So. Okay, komm. Nee, da ist nichts mehr, Elisa. Komm. Wir haben jetzt alles. Jetzt haben wir es geschafft. Komm rein. Es ist kalt. Ja, ich räume das jetzt ein. Zeige dir, was alles dabei ist. Okay, gut. Dann darf ich mich hier irgendwo hinsetzen und das genießen, ja? Ja, du darfst es genießen. Mach mal Licht an. Es ist zwar noch nicht so spät, aber es ist schon wieder so dunkel. Ja, ich habe ja auch Justus gesagt, ich brauche hier Licht, ne? Erinnerst du dich noch, mein Schatz? Was ist das? Dass ich hier gerne noch ein bisschen mehr Licht hätte in der Küche, damit ich hier auch gute Laune habe beim Verräumen. Und so. So die Obenstrahler. Ja, das haben wir auch noch vor. Falls wir umbauen, dann wird sich auch hier im Bereich, was eigentlich so bleiben soll, wie es ist, noch sehr viel ändern. Im Küchenbereich, im Eingangsbereich und ja. Lass dich überraschen, was da noch alles auf uns zukommt. Aber ein Schritt nach dem anderen. Also, hol Essen. Das ist eine kleine Hüpfmaus. Ne? Elisa war nämlich auch gerade beim Turnen. Deshalb ist sie noch voller Sportenergie. Eine süße Maus. Komm, wir müssen alles einpacken. Weil wir wollen noch gleich los. Was haben wir gleich noch vor, Elisa? Geschenke kaufen. Ja, genau. Geschenke gucken, ja, nicht kaufen. Also wir wollten mit den Kindern so ein bisschen Weihnachtsshopping machen. In einen Spielwarenladen, dann können sie ein bisschen schauen, was es denn so alles gibt. Das weiß man ja sonst gar nicht. Und dann können sie sich aussuchen, was sie vielleicht sich wünschen könnten jetzt zu Weihnachten. Ja, Mami redet schon wieder so viel, ne? Ich sag dir die ganze Zeit, ich räume jetzt ein. Und danach fahren wir direkt los, ihr Süßen, okay? Obst natürlich, genau, jetzt habe ich die ganze Zeit. Also, Bananen. Ja, ihr könnt ruhig noch spielen. Schokolade. Elisa, zeig mal. Wir müssen zeigen. Was hast du gekauft? Schokolade. So rum. So. Genau. Dann haben wir noch Kresse gekauft. Das essen die Kinder, ja, auch Justus. Und die Kinder ganz gerne auf. Aber ich mag das nicht. Magst du das nicht? Riech mal. Lecker. Riecht gut, ne? Ist halt so ein bisschen würzig. Ist nicht jedermanns Geschmack. Aber wir essen das auf Brot. Essen das andere Menschen irgendwie anders? Kresse? Wie isst du Kresse? Achso, dann noch Aufstriche, Schokolade, Marmelade, Äpfelmarmelade brauchen wir wieder. Dann haben wir, was ist das, Elisa? Was ist das? Weißt du nicht? Studentenfutter nennt man das doch. Ich glaube, das ist... Das ist mit... Rosinen mit... Rosinen essen. Ja, Rosinen, Mandeln und so Nüsse halt. Ne? So eine kleine Sammlung. Aber Nüsse mag ich. Magst du? Ja.
Bist du sicher, Elisa? Und hier gibt es das machst auch du doch noch. Gar nicht. Genau, hier gibt es noch mehr Naschis. Oh, wir wollten ja unseren Lebkuchenhäuschen, das steht hier schon, das habe ich ja schon vor 2 Wochen oder so gekauft, wollten wir endlich mal machen und da müssen natürlich Naschis drauf, richtig leckere. Avocado. Dann haben wir noch gekauft, warte mal, wie machen wir das? Elisa, kann ich nicht einmal runter? Elisa, kannst du nach oben gehen, auch mitspielen? Ich glaube, Johann und Clara spielen da gerade was ganz Tolles. Etwas ganz Tolles, dann komme ich hier schneller voran. Also, wir haben noch mehr Obst gekauft, das sind einfach jetzt nur Birnen. Also einfach unterschiedliches an Obst. Wenn ich da in der Obstabteilung stehe, dann kaufe ich meistens einfach nur ganz viel unterschiedliches Obst. Äpfel. Elisa singt im Moment. Sehr viel und sehr gerne. Finde ich total schön und süß. Ja, das sieht schon nicht mehr so gut aus, aber das waren noch die, die noch am besten aussahen, die es da noch gab. Ja, aber Radieschen an sich sehen noch ganz gut aus. Die vertrocknen bei uns immer so schnell. Ich weiß nicht, ob du das kennst bei Radieschen. Deshalb kommen die bei uns immer in so eine Schale mit so ein bisschen Wasser. Weil das ist ja eigentlich genauso wie das hier zum Beispiel. Also sind ja Wurzeln, ne? Diese Knollen sind ja auch Wurzeln und die ziehen halt ständig Wasser. Und wenn sie kein Wasser kriegen, werden sie so schrumpelig und trocken. Deshalb mache ich das immer so und dann halten sie auch ein bisschen länger. Nüsse, Nüsse, Nüsse. Warum habe ich so viele Nüsse gekauft? Weil Justus sich das gewünscht hat. Also er isst gerne zum Knabbern Nüsse, weil er ja leider sonst so Süßkram nicht essen kann. Deshalb knabbert er dann gerne Nüsse. Eier haben wir gekauft. Noch eine Avocado. Ich muss ja immer doppelt und dreifach kaufen. Noch mehr Nüsse. Also Cashew haben wir. Und Erdnüsse. Genau, sowas habe ich wegen gekauft. Ketchup, weil das bei uns immer schnell alle geht. Ich weiß nicht, als würden wir Ketchup trinken. Viele fragen auch immer, Nancy, warum hast du auf dem Frühstückstisch jetzt Ketchup stehen gehabt? Ja, weil wir es essen, auch zum Frühstück, essen wir Ketchup. Zum Beispiel auf Brot, wenn wir so ein Eibrot machen, kommt da Ketchup drüber. Mit Ketchup schmeckt einfach alles besser. Aber lustig, dass mich das manche fragen. Ist das so schräg, dass man Ketchup am Frühstückstisch hat? Ja, dann noch Kekse, so Rollkekse, die sind ganz lecker. Das war's, dann nur noch Getränke. Ein paar Multivitaminsäfte. Oh, jetzt kommen die Kühlschranksachen. Die räume ich direkt ein. Kannst du mitkommen? Nee, schaffe ich nicht. Zweihändig. Okay, also da ist eigentlich auch nichts Besonderes drin, außer Milch. Typisch für uns. Pute, das kennst du schon, ne? Habe ich dir schon alles gezeigt. Salami, noch mehr Pute. Pute immer in 5-6-facher Ausführung. Das mögen wir auch sehr, sehr gerne. So Streichkäse, ne? Aufstrichkäse oder wie man das nennt. Ebenfalls das essen wir auch sehr gerne. Darauf kommt dann auch die Kresse übrigens. Oder auf Quark kann man das auch sehr lecker essen. Mit auf Brot. Etwas für den schnellen Mittag. Ja, wenn ich mal keine Zeit habe zu kochen mittags, dann ist sowas ganz toll. Das ist so ein Schlemmerfilet à la Bordelaise. Kennst du das? Ich finde das ganz lecker, was da drauf ist, diese Kruste. Das ist so, ja, das ist einfach lecker. Die Kinder essen das auch sehr, sehr gerne und ich mache dann einfach nur noch Kartoffeln dazu und das reicht dann. Und dann, ja, Mittagessen gesichert. Achso, ein bisschen Gemüse. Also Tiefkühlgemüse mache ich auch noch gerne dazu. Zum Beispiel Brokkoli mache ich einfach warm oder brate das so ein bisschen an. Ein bisschen salzen, pfeffern, fertig. Noch mehr Milch. Hier kommen auch noch so ein paar Sachen. Achtung! Eine Riesenpackung Brezeln. Das essen wir jetzt eigentlich auch ganz gerne so zur Brotzeit. Also dann mache ich halt das warm und dann noch Brötchen warm. Und dann essen die Kinder das total gerne. Das schmeckt auch ganz gut aufgebacken. Also ist dann auch gar nicht so trocken oder so. Manchmal, wenn man das beim Bäcker kauft, ist das ja schon ein bisschen trocken, weil es schon den ganzen Tag dort stand. Habe ich Käse gekauft. Keine Überraschung, oder? Oh, alles dasselbe. Dann nochmal Heringssalat. Auch ein Muss bei uns. Also wenn das fehlt in der Küche, muss ich es sofort nachkaufen. Sonnenblumenmargarine. Das war's. Das war jetzt der Einkauf. Tada, das räume ich jetzt einmal ein.
Und dann können wir endlich losdüsen. Also ich weiß nicht, ob du schon Weihnachtsgeschenke besorgt hast. Wir sind noch überhaupt gar nicht dazu gekommen. Also Kinderwünsche waren bis jetzt auch eher schwierig. Außer Elisa. Also Elisa hatte ja schon längst ihren Wunsch geäußert. Und das ist auch kein Problem. Also vielleicht erinnerst du dich noch, sie hatte sich ja Kaufmannsladen gewünscht. Ja, und das wollen wir dann natürlich auch erfüllen. Damit haben wir zumindest ein Kind schon mal so abgehakt. Und dann haben wir ja noch zwei Kinder. Ja, und die dürfen heute mal ein bisschen gucken, was es so gibt. Dafür fahren wir alle zusammen los. Also ich liebe das ja, mit der ganzen Familie einkaufen zu gehen. Ich habe das letztens auch auf Instagram erzählt. Und dann konnten das ein paar gar nicht glauben. Und meinten, Nancy, meinst du das ernst? Gehen wohl viele lieber alleine einkaufen. Aber ich weiß nicht, ich finde das schön. Also ich genieße das mal richtig, wenn dann alle mit dabei sind. Es ist auch schon so ein bisschen, ja, fast wie Ausflug. Sind wir alle zusammen unterwegs. Haben wir noch was für einen Kühlschrank? Nee, der Rest ist Tiefkühltruhe. Gut. Ich packe das schon mal aus, weil das nimmt ja so viel Platz weg. Ich mache das immer so bei Tiefkühltruhe-Sachen, dass ich die schon aus der Verpackung hole. Dann ist das so handlich und dann kann man das besser stapeln. Achso, da ist auch immer so Salz mit drin. Riesenpackung Meersalz ist das, glaube ich, auf jeden Fall ziemlich grobes Meersalz, genau. Jetzt haben wir ja auch genug Platz in der Tiefkühltruhe. Mal gucken. Ganz viele Chinesen-Sachen drin. Ich war letztens mit Johann beim Asiamarkt. Oh, das muss auch noch irgendwie rein. Und da haben wir richtig lange Zeit verbracht. Also nur Johann und ich, wir beiden Gourmets, Schlemmer-Leute. Und da haben wir ganz viele leckere Sachen gekauft. Also ich habe wirklich mein Tiefkühlfach wieder ordentlich aufgefüllt mit Johann zusammen. Richtig viel Spaß gemacht. So. Also Tiefkühlsachen und Kühlschranksachen sind drin. Den Rest räume ich später weg, weil wir haben es eilig. Müssen wir gleich los jetzt, sonst schaffen wir es nicht mehr mit dem Shopping-Trip. Ich nehme dich jetzt auch ein bisschen damit. Ich hoffe, es macht dir Spaß, mitzukommen zum Shoppen. Jetzt trommel ich erstmal alle zusammen. Johann, Clara, Elisa! Ich war so der Klingel. Geht los! Macht euch fertig! Bup, 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 bup. Put, 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 alle Kinder bitte! Stimmt, was wir auch noch machen wollten, ist dekorieren für Weihnachten, aber das schaffen wir heute nicht mehr. Heute nicht mehr, nächstes Mal dann. Kommst du auch? Christus freut sich auch schon, denn er hat sich ja auch noch kein richtiges Weihnachtsgeschenk ausgesucht. Der muss ja auch noch gucken. Keine Kaffeemaschine. Was? Keine Kaffeemaschine. Keine Kaffeemaschine? Keine. Tja. Alle wissen schon Bescheid. Wir sind jetzt erstmal im Schuhladen gelandet, weil Elisa noch neue Turnschuhe braucht. Sie geht ja jetzt immer turnen und da braucht sie immer ordentliche Turnschuhe, weil bisher ist sie immer barfuß da rumgelaufen. Das ging auch im Sommer ganz gut. Das fanden auch die Trainer besser als Turnschuhe, aber jetzt sind die ganz gut hier. Da hat Elisa schon welche an. Schon wieder gewachsen. Du bist schon wieder gewachsen, Elisa? Ja. Passen dir die Schuhe nicht mehr, Lisa? Ja, für den haben wir den keine... Sind die zu schmal oder zu kurz? Nee, zu kurz. Also Mami, ich gehe schon mal eine Runde. Wie gefallen dir die? Sie sehen gut von der Farbe aus. Ist ja schwarz, ne? Gefällt dir? Dann geh mal eine Runde und guck mal, ob sie passen. Also Clara braucht nämlich Winterstiefel und Johann braucht gar nichts. Das ist ganz gut. Ich will einfach nur dabei sein. Ja, ein Kind zumindest, das jetzt keine neuen Schuhe braucht. Also ist gut. Zeig mal. Welche Größe ist das jetzt? 26. Mhm. Ein gutes Stück noch, ne? Und? Also die gehen immer so nach unten, wenn ich laufe. Dann sind die ein bisschen zu groß, oder? Stell dich mal hin, ich guck mal. Nee, die ganz normal laufen, nicht drücken. Einfach gehen. Geh mal darüber. Ansonsten sitzen sie gut? Ansonsten gefallen sie dir? Ja. Dann gucken wir mal eine Nummer kleiner. Ich guck mal, ob es dir noch mal eine Nummer kleiner gibt.
In der 32, da ist er ja schon. Dann gucken wir, ob der besser passt. Vielleicht war der wirklich zu groß. Manche Schuhe fallen ja auch einfach größer aus. Ich mal nach oben. Ja. Sehen, ob der besser ist. Ups. Ich brauch mal. Jacke ausziehen. Einmal rein. Clara, hast du extra gemacht? Nein. Komm du so schwer rein? Versuch mal selber. Hä, hey, das geht doch. So. Ein bisschen. Soll ein bisschen Schuh sein. Wo drückst du? Ich hab jetzt, ich weiß jetzt, was mein Schuhkurs ist. 35. Dann lauf mal ein Stück. Auf der andere Schuh. Den anderen Schuh, den holen wir auch gleich dazu. Dann kannst du beide einmal probieren. Aber der hier passt schon mal ganz gut. Das wird schon ein bisschen fest. Bisschen zu schmal? Das finde ich fest. Okay. Dann haben wir hier alle Schuhe jetzt damit durch und müssen woanders hin, weil irgendwie passt wieder nichts. Das ist immer so schwierig bei meinen Kindern. Wo warst du denn da? Ich gehe nicht mal in den Schuhgeschäft. Ja, was läufst du denn einfach weg? Ich dachte schon, wo ist mein Ehemann denn jetzt plötzlich hin? Da drüben haben sie noch in Elisas Größe. Hast du jetzt abfotografiert? Ja. Dann müssen wir nicht hinlaufen. Ja, aber ihr passt das doch, was sie da anhat. Okay, also wenn du den gut findest. Ja, den nehmen wir mit. Elisas Schuh haben wir jetzt. Ein Meter hast du den, groß? Das ist jetzt für Clara? Nee, Clara passt hier nichts. Müssen wir woanders gucken. Da drüben gibt es ganz viele für... Ja, siehst du, dann gehen wir jetzt nochmal rüber. Oh, Schuhe. Dann nehmen wir den Schuh mit, ja? Ja, den nehmen wir mit, Elisa, oder? Und die andere? Der andere? Ja, den anderen Fuß, den... Achso, ja. Den anderen nehmen wir auch. Achso, Elisas Jacke liegt auch hier einfach so rum. Guck mal, was wir geholt haben. Das ist was Leckeres. Elisa beißt schon ab. Guten Appetit. Was ist das, Mami? Eine Schokolade. Banane? Ja, Banane und Schokolade. Schmeckt gut. Ja. Na toll. Okay, es war eigentlich meine. Damit hat sich das so erledigt. Wir müssen gleich noch welche holen, glaube ich. Die schmecken so lecker. Ja. So, jetzt gehen wir aber Richtung Spielzeugladen. Ja. Ja. So, haben wir? Dann geht's los. Mami, das ist auch meins. Alles meins. Ich habe auch noch eine Schokolade mit Trauben geholt. Könnt ihr auch essen gleich. Ja, bist du sicher? Das war doch eine zweite Banane. Nee, das war eine mit Traube. Da, ach, ja. Genau, da ist sie. Lecker, ne? Warum hat denn das Baby jetzt das Ganze? Das ist doch meins, Justus. Elisa. Ja, Elisa. Mami, aber du darfst es essen, ja? Oh, schmeckt so lecker. Müssen wir gleich noch mal welche holen, Justus, okay? Okay. Oh, danke schön, Elisa. Das ist aber lieb. Willkommen im Spielzeugparadies. Jetzt dürfen die Kinder loslegen und gucken. Das Werwolf spielt danach, können wir gucken. Oh, hauaha, was ist das denn hier riesiges? Oh. Oh nein, lol. Johann, das verfolgt dich bis hierher, ne? Bis hierher, Johann. Johann ist geschockt. Ist schrecklich. Die LOL-Puppe. Nein. Sie verfolgt dich, Johann. Sie lebt immer noch. Oh nein! Johann. Das ist das Baby! Sag mal, was machst du denn hier immer die ganze Zeit? Du, Justus, entschuldigen Sie mal. Oh, was? Oh ja, ich werde abgelegt. So, weiter geht's. Also die Kinder können jetzt gucken, was sie möchten und auch aussuchen. Also wir kaufen heute nichts, sondern sie dürfen schauen, was sie interessant finden und dann werden wir... Also Justus und ich uns das merken und dann werden sie überrascht. Also was unter Weihnachtsbaum ist, das wissen sie natürlich nicht. Das bleibt eine Überraschung. Oh, ist die niedlich. Clara liebt einfach Kuscheltiere. Obwohl sie schon so viele Kuscheltiere hat.
Also wirklich so viele. Mein ganzes Zimmer ist damit voll. Ja, das stimmt. Das sind meine Lieblingszauberer. Hier sind so viele Spiele. Das hier sind meine Lieblingszauberer. Ach so, Zauberer, also Zaubertricks, ja? Ja, das sind bekannte Zauberer. Hier gibt das. Aha. Und noch das. Bist du auch so eine Pferdeverrückte? Ja. Wie die Clara? Ja. Die hat auch Blumen. Mit Blumen im Haar? Oh, ja, hübsch. Das findest du schön? Ja. Vielleicht gibt's das ja unterm Weihnachtsbaum. Kannst du dir wünschen, okay? Ja. Dann tun wir wieder zurück. Heute dürfen wir uns alles wünschen. Auch Donuts im Kaufmannsladen und Pferde. Ja, Donuts, Kaufmannladen und Pferde kann man sich heute wünschen, okay? Okay. Und Donuts? Ja, Donuts auch. Was gibt's hier noch? Hier, guck mal, gibt's hier so Pferde, die man so anmalen kann. Das ist, glaube ich, auch ganz toll. Ja. So, was kannst du dir auch wünschen? So Statuen, die malt man so an. Mhm. Ach, guck mal, das ist doch eine Püppi, eine Matroschka-Püppi. Ja, die kann man auch anmalen. Guck mal, wo ist der Rest der Familie? Hast du was Schönes gefunden, Papi? Ganz was ist denn jetzt Sachen. Dein Weihnachtswunsch? Also ich wünsche mir jetzt hier Lego-Technik. Noch. Noch mehr Puppen. Ich finde diese Natursache richtig toll. Oh. Ich mag nämlich richtig toll Natur. Okay, also das kann man auch so aufbauen, ja? So ähnlich wie dein ja. Pferdehof, ne? Mhm. Okay. Haben wir uns behalten. Was noch? Und? Noch so was ähnliches wie Pacinell. So. Nur, es kann fliegen. Oh, eine Eule. Ja, die kann fliegen, in echt fliegen. Bist du sicher, dass er fliegen kann? Ja, Papi hat gesagt, ja. Die kann echt fliegen. Oh, okay. Na gut, das ist eine gute Idee. Hier noch was? Und das hier. Oh, das sieht ja süß aus. Kannst du so ein Kuscheltier draus basteln, ja? Leider nicht so. Das sind so harte Figuren leider. Und die kann man so basteln, diese Figuren. Papi findet alles toll. Ja, ich finde alles gut. Aber ich will, was ich bekomme. Ja, ja. Hauptsache ist ja, dass du dir schon mal ein paar Sachen ausgesucht hast. Das finde ich schon mal sehr gut. Das sind schöne, süße Wünsche. Ja, du hast dir was anderes gewünscht. Ja? Ne, Elisa, was hast du dir gewünscht? Eine Knetmaschine. Ja, weil das ja für die Küche ist. Hat Johann auch was gefunden, mein Schatz? Ich weiß jetzt, was er sich wünscht. Ja? Sag ich jetzt nicht laut? Okay, dann sagen wir das nicht laut. Also du, ja, das, du hast weiß, auch schon einen Wunsch, ja? Okay, gut. Gut, das hat sich ja gelohnt. Doch, noch etwas. Ja, dann sag. Und noch etwas? Achso, okay. Dann gucken wir mal was. Dann kommt er mal mit. Nächster Spielzeugladen. Auf geht's. Hier geht's. Oh. Hier gibt es ganz viele Sachen für den Kaufmannsladen. Ganz viele tolle Sachen. Trauben, richtig süß. Was gibt's noch? Eine Milch. Das habe ich auch direkt gesehen. Radieschen. Guck mal, hier gibt's noch. Oh, Muffins, ne? Oh, lecker. Hier gibt's noch. Hier gibt's auch noch so Sets. Das ist ja ganz gut. Set mit Sachen. Genau. Da oben gibt es noch mehr von diesen Sachen. Oh, hier gibt es auch Wurst. Guck mal, Elisa, hier gibt es Würstchen. Lecker Würstchen. Also Shopping war jetzt erfolgreich. Jetzt wollen wir noch zu Abend essen. Und zwar asiatisch. So lecker mit Kokosmilch. Ich liebe das. Das ist so ein bisschen scharf. Mit ganz viel leckerem Gemüse. Und dann noch Hähnchenfleisch. Und Justus hat das... Selbe genau. Und die Kinder haben noch so mit Ente Warte mal, jetzt muss ich mal und einmal gebratene Nudeln.
genau. Lassen wir uns jetzt schmecken und dann war's das für heute. Also ich kann dir den Bowl gerne nochmal zeigen. Im nächsten Vlog vielleicht. Wenn du Lust hast, dann schreib mir das gerne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.